Hallihallo, Hallöchen. Willkommen zurück bei Biomutant. Ich bin noch in derselben Aufnahmesession und hier jetzt gerade bei Schlucker angekommen. Es war nicht wirklich weit. Ja. Soll das ein bayerisches Outfit sein? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind wir hier am Sinky-Ding, genau. Und jetzt quatschen wir mal mit Schlucker. Ah, hier ist ja eine Bar. Oh, ich möchte auch was trinken, hallo? Er ist sich sicher schon mal von dir gehört zu haben, aber sein Gedächtnis ist gerade ein wenig vernebelt. Er fragt sich, ob du etwas zu trinken für ihn hast. Was hast du zu trinken da? Sagt alles, was man sich hier wünschen könnte und nie genug. Sagt, du scheinst auch mächtig durstig zu sein nach den Taten dieser Welt. Er weiß nicht, ob gute oder schlechte Taten, aber du scheinst vom Schicksal getrunken und den Geschmack gemocht zu haben. Möchte wissen, ob er dir sagen kann, wo sich etwas Gutes zu trinken befindet, das du dann feuchtfröhlich mit ihm teilst. Du siehst nämlich so aus, als könntest du einen Schluck vertragen. So oder so hofft er, dass du deine Kehle befeuchten kannst, bevor die Welt austrocknet und alles verdursten lässt. Alle verdursten lässt, so. Sagt, das Leben ist wie ein unbekanntes Getränk, manchmal unglaublich, manchmal furchtbar. So oder so, man kann erst nicht mehr trinken, wenn man tot ist. Wie wäre es mit neuen Getränken? Richtig, darum geht es ihm ja, aber mit neuen Getränken kann man nie aufhören, sonst wird es langweilig. Sagt, wenn du auf das Ende der Welt anstoßen willst, solltest du dich beeilen, es steht bevor. Respektiert, dass du dich zuerst um dich selbst kümmerst, anstatt dich zu überheben. Fragt sich, wie du bei den Jagden landen konntest. Die trinken so wenig wie Vögel. Ja, vielleicht sind sie nicht durstig. Das kann er nicht verstehen. Jeder ist doch durstig. Doch wen kümmern die schon? Sagt, wenn du das ganze Zeug suchst, wirst du so enttäuscht sein wie er. Der Gluckermocker, der Trinkertrunk und sein Favorit Radiumsirup. Der ist inzwischen sogar noch berauschender, weil er in Tanklastzügen gealtert ist. Ohne ein Getränk, und das gilt besonders für Radiumsirup, kann er sich nicht bewegen und auch nicht so gut denken, da seine Geisteskraft direkt von der Menge an Sirup abhängt, die er geschluckt hat. Darum wird er Schlucker genannt. Das Trinken hilft ihm, den Zustand der Welt zu vergessen, aber immer nur bis morgen. Sobald die Sonne aufgeht, geht die Welt immer noch unter. Ja, ist Radiumsirup verstrahlt? Sagt, dass dadurch erst dein Inneres so schön anfängt zu leuchten. Du solltest wissen, dass er auch andere Interessen verfolgt. Er ist zum Beispiel der selbsterklärte Ornithologe der Nassinsel. Selbst in diesen dunklen Zeiten ist ein kühles Getränk nicht die einzige Möglichkeit, sich zu entspannen. Um zu deinem Glück kann er dir helfen. Piepsern beim Flattern zuzusehen ist zwar schon beruhigend, aber noch besser sind die, die man sich ansehen und drücken kann, so wie die Quaker. Es ist sehr entspannt, sie zu quetschen. Okay, ich werde einfach dich drücken. Sagt, er ist nicht sicher, ob das physisch möglich ist. Es gibt keine Drückkraft auf dieser Welt, um seine Ausgedehntheit zu bändigen. Ja, okay. Finde die Quakermulde. der ist ja cool. Tut es leid, dass deine Kindlingsheit so einen schlimmen Einfluss auf dein Leben hat. Ja, alle kennen mich hier, das ist auch irgendwie... Pfui. Ich muss mal kurz da drüben zu dem Schrotttotem. Aha. Du bist auf ein turbulentes Gewässer gestoßen. Du musst den Motor deines Glibbergleiters verbessern, um es zu durchqueren. Finde Motorverbesserungen in Glibbergleiter-Wrackkisten und rüste sie im Glibbergleiter-Anpassungsmenü aus, wenn du den Glibbergleiter steuerst. Drücke. Ah, okay, da kann ich nicht. Okay. Dann nehmen wir doch den hier. Das ist doch irgendwie egal. Und die gefällt mir auch besser. So, reicht das jetzt schon? Ja. So. Ein Schwifflurf. Whatever. Ja, er dreht mir gern seinen Rücken zu, das finde ich gut. Okay, eigentlich wollte ich doch hier nur kurz den Emel. So. Und dann habe ich hier noch ein Blatt gesehen, oder? Oder habe ich das falsch gesehen? Doch. Wo
hoffentlich klappt das. Okay. Das war recht knapp. Weil da kann man nicht schwimmen, glaube ich, in dem Glibber. Und dann fahren wir doch jetzt mal... Was zeigt das mir denn da an? Zu der Quakermulde, okay. Was ist das? Wieso wird er mir jetzt eigentlich wieder angezeigt? Schlucker meint, du solltest die Quaker nicht vergessen. Die quetschen sich nicht von alleine. Ja, ich bin doch gerade erst los, Mann. Mach doch nicht so einen Stress. Was ist denn mit dir los? So. Da lang. Da sind Bomben. Aber ich hätte jetzt gerne hier den Schrott. So, und jetzt kann ich doch hier angeln. Zapfenschrott. Okay, in diese Minen möchte ich nicht reinfahren. Ich muss sagen, das macht Spaß. Also das mit den verschiedenen Fahrzeugen hier ist echt cool. Ah, so kommt man also in solche Höhlen rein mit so einem Haken. Was ist das denn? Die sehen ja irgendwie gruselig aus. Okay. Oh, ein Kabelrätsel. Jetzt, das ist ja schön. Jetzt finden wir mal ein paar andere Rätsel und nicht immer nur Rotationsrätsel. Du musst die drei Kabel mit verschiedenen Anschlüssen verbinden, um das Rätsel zu lösen. Jeder Anschluss hat einen positiven und negativen Wert. Diese Werte sind über und unter dem Anschluss zu sehen. Okay. Um das Rätsel erfolgreich zu lösen, verbinde die Kabel, sodass sie den Wert ergeben, der unten auf dem Bildschirm zu sehen ist. Okay. Um ein Kabel mit dem ausgewählten Anschluss zu verbinden, drücke A. Okay, also was zählt denn jetzt? Wir haben jetzt hier 4 grüne X'e und 2, 4, 6 graue X'e. Aber ich muss jetzt... Zählt man jetzt praktisch 1 plus 2 sind 3, 4, 5 minus 1 sind 4... 6 minus 2 sind 4, plus 3 sind 7, minus 2 sind 5. Ist es so? Weil dann könnte man doch einfach das hier damit... Ach, das zählt mir schon zusammen. Okay, für die, die nicht selber zählen können. Mhm. Ja, ich habe ja noch einige Versuche. Ah, so. Wer zählen kann, ist klar im Vorteil. Da hätte ich es auch durchgeschafft, ohne das irgendwie anzuhalten. Bin mir ganz sicher. Okay, da kommen wir später wieder raus. Ah ja, einmal die Klonkfaust bitte. Na? Na. 1, 2 und 3. Das große Gequake. Jetzt müssen wir Quaker fangen, okay?
Sind das Quietscheentchen? Ich glaube, das sind Quietscheentchen. Das ist ja witzig. Oh, damit habe ich nicht gerechnet. Was? So hat er mich getroffen? Echt jetzt? Ach, den kann ich ja gar nicht hochheben mit meinem Psy-Kräften. So. Ein Delikati hatte er. Und jetzt eins, zwei, drei. Wie viele muss ich denn? 4, 5. Habe ich ihn? Ich glaube ja. Ihm das Quietscheentchen. Gut. Ist da hinten noch was? Nee, eine Wand. Kugel, Wirblo, Pjup, Katapulto. Die Feuerrate ist geil. Die Magazingröße ist auch besser, aber ansonsten bleibe ich doch sehr gerne bei der, die ich habe. Und da ist die Wrackkiste. Eine Resteente. Turbino. 4 von 9 haben wir schon, okay. So. Hier ist noch was. Überragende Beute. Ein Gitterstreifen. Zusatzteil. Für Nahkampfwaffe, okay. Biopunkte. Der spinnt. Oh, das Ding sieht ja cool aus. Ist das ein, das ist ein Duschkopf, oder? Ja. aber das, was wir haben, ist leider auch geiler. Ich meine, ja, kann man bestimmt dann aufwerten. Ich nehme es einfach mal mit. Ich bleibe aber hier bei meinem, was auch immer das ist. Okay. Mhm, was mache ich jetzt mit den... Ja, das war einfach. Cool. Jetzt haben wir alles. Bereich abgeschlossen, perfekt. Da kamen wir her, genau. Da hatte ich richtig getippt tatsächlich. Die hatte ich vorhin übersehen, glaube ich. Ein Steigerer. Wir haben ein neues Wung Fu freigeschalten. Das gucken wir uns doch mal. Ich schaff's noch. Gucken wir uns doch mal an. Bummtaube. Für Automatikgewehre. Och. Warum nicht? Cool. So. Kehre zu Glibbo zurück. Wo ist denn mein Glibbergleiter? Da kam ich. Nee, da bin ich. Jetzt bin ich falsch. Da unten ist mein Glibbergleiter. Ich sehe ihn doch.
Ach, die Musik ist so schön entspannt. Okay, Glibbo, Glibbo, Glibbo. Da hinten. Das heißt, wir fahren hier runter, halten uns rechts und dann mehr oder minder geradeaus. Jo. Ding. Pockbur. Der Waffenverbesser. Ja gut, hier gibt es paar Läden. Interessiert mich jetzt aber gerade nicht so. Konnte man da nicht auch irgendwo reinfahren? Wo war denn das? Da. Hab's doch gewusst. Oh, hoppala. So. Ja, ich sollte halt nicht immer auf Vollgas fahren, ne? Macht Sinn. Er meint, das seien genug Quaker, um den Glibberkleider mit unendlich viel Munition zu versorgen. Glibber meint, er hat gesehen, wie der Pummelschnauber Stein als sein Bein genommen hat. Mit diesem Weltenfresser hat er also persönlich eine Rechnung offen. Danach setzte Stein als seinen Kopf statt seine Füße ein. So überlegte er sich einen Plan, wie die Weltenfresser am besten zu besiegen sind, und zwar nicht zu Fuß. Okay, ich muss weg. Klebo verabschiedet sich. Der östliche Weltenfresser. Besiege den Pummelschnauber. Okay, also kurze Bestandsaufnahme. Wir haben hier den Pummelschnauber, den man mit dem Glibberkleider besiegen soll, oder hier hinten den Jumbo-Knäuel, den man mit dem M-Karton besiegen soll. Und wie man zu den anderen hinkommt, wollen wir dann noch sehen. So, ich weiß aber immer noch nicht, wie ich denn den Pummelschnauber unterstützen kann. Deswegen hätte ich jetzt gesagt, wir probieren einfach mal, was passiert, wenn ich mit dem in den Kampf gehe. Und deswegen gehe ich jetzt mit der Schnellreise darüber. Dann kann ich hoffentlich den Glibbergleiter einfach zu mir zonen. Und dann probieren wir das einfach mal. Also wie gesagt, ich will ja gar nicht gegen den kämpfen. Ich finde es ja gut, wenn er den Baum des Lebens kaputt macht. Und das Spiel hat mir ja auch suggeriert, ich kann das so spielen. Mal gucken. Brillantball. Wieso haben wir denn hier schon so bedrohliche Musik? Jetzt bin ich gespannt, was passiert. Hallo, ich möchte mich mit dir verbinden. Hallo. Hallo, Herr Pummelschnauber. Okay. Wieso steht da unendlich? Oh. Ah.
ist ja gar nicht unendlich. Okay, wir machen das jetzt so. Ich will die Weltenfresser zwar unterstützen, aber... ich will jetzt auch mal gucken, was passiert, wenn ich jetzt gegen einen gewinne. Habe ich ihn jetzt erwischt? Also mal gucken, von wegen, wenn ich gewinne. Erstmal gucken, ob ich gewinnen kann. Moment stelle ich mich ja nicht so toll an. So. Okay, ich habe endlich mal getroffen, scheint mir. War Mist, verdammt. Na komm her. Ah, schade. Okay. Ich stelle mich aber auch gerade an, ey. Oh, was macht er jetzt? Verschieße Quarker. Jetzt habe ich es geschnallt. Oh. Halleluja. Nein, 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 alles gut. Oh, ja. Schnellheilung, danke. Ach, das wird wieder nix. Verdammt. Ich dachte, ich habe es geschnaggelt, aber so richtig gut stelle ich mich noch nicht an. Ich gebe es zu.
Scheiße. Schade. So. Irgendwie ist es eklig, dass ich ihm da die Zysten wegschieße. Okay, das war wahrscheinlich die erste Hälfte. Und jetzt hat er da auf dem Kopf so ein... Das sieht ja Pui aus. Oh. Wo ist denn seine Zyste? Eieiei. Ah. Noch. Ah, ich sollte mich mehr aufs Ausweichen konzentrieren. Was haben wir denn noch so? Großes Energiepaket. Energie ist voll. Ah, jetzt ja. Oh, 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 ja, ich gehe schon wieder zurück. Alles gut. So, jetzt haben wir genau das getan, was wir nicht wollten. Wir haben den Weltenfresser besiegt, aber hm. Er dankt dir, dass du den ersten Weltenfresser erledigt hast. Das ist ein Anfang. Du solltest zu Steinhalt gehen und alles über die Maschine herausfinden, die er Arche nennt. Auch wenn Steinhalt deinen Absichten misstraut, verlässt er sich auf deine Hilfe. Der Sifu ist sich sicher, dass er dir sagen wird, was du wissen musst. Er schätzt, mittlerweile weißt du, wo du Steinhalt findest. Er war schon immer am Fuß des Baumes und daran hat sich nichts geändert. Tja. Okay. Hat gehört, du hast den besten Gleiter von allen gefunden, eine Arche, und einsatzbereit ist sie auch. Sie ist abschussbereit. Kann es sich kaum vorstellen, so schnell zu sausen. Welch glücklicher Zufall, dass du die Arche gefunden hast, als du sie am dringendsten gebraucht hast. Diese Welt lebt nicht mehr lang. Arche hin oder her, beim Versuch, diese Welt zu vernichten, hast du dich fast selbst vernichtet. Fragt sich, ob in deinem schicken Archengleiter noch Plätze frei sind. Deine Entscheidung macht mich so froh. Wir kommen alleine auf die Welt und leben alleine. Lass uns nicht auch noch das Ende alleine erleben. Alleine sind wir besser dran, alle anderen sind nur ein Mittel zum Zweck. Wer allein ist, ist nicht gleich einsam, und jetzt müssen wir nicht einsam sein. Am Ende wird alles gut. Der Zweck muss die Mittel heiligen. Hoffen wir, dass die Arche stark genug ist, uns alle in die Zukunft zu bringen. Würde zu gerne mit dir über den Himmel gleiten, doch er geht nur mit Piloten an Bord, denen er vertraut. Glibo weiß, dass er sich wiederholt, aber er redet einfach gern mit dir. Ich möchte dich nicht länger stören. Sag, du sollst gut auf dich aufpassen. Das bedeutet, er fliegt jetzt nicht mit mir mit? Ja, ich hätte ihn auch nicht gelassen, ne? Gut. Ach, da ist ja schon gleich der Weltenbaum. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge treffen wir uns bei Steinalt. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht und ob ich vielleicht doch gar nicht drum rumkomme,
die ganzen Weltenfresser zu killen? Ich weiß es nämlich nicht. Aber wir werden es gemeinsam rausfinden und wir werden es auch gemeinsam schaffen, hier noch dieses Ding zu holen. Ich mache das so selten, ich vergesse mal wie. Okay. Und ja, wie schon gesagt, dann sehen wir uns in der nächsten Folge bei Steinalt und schauen, was er uns dann zu sagen hat. Danke fürs Zuschauen. Bis bald. Ciao, ciao.